herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich mache mit euch gerade ein schönes romantisches Vintage Journal. Und heute sind wir dabei, Stempel und Spitze einzubauen. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit, macht das gerne. Es kommen regelmäßig Videos. Ich versuche es immer mittwochs und samstags oder sonntags ein Video rauszubringen. Meistens gelingt mir das. Hier und da gibt es mal so kleine Interferenzen und dann fällt mal eins aus. Dafür kommt ab und zu auch eins extra. Grundsätzlich 2 Videos die Woche läuft meistens. So, jetzt geht's los. Wir haben als letztes hier die Tabs eingebaut, Sachen eingeklebt und gestencelt. Das letzte Video war echt lang. Ich versuche mich dieses Mal ein bisschen kürzer zu halten. Ich habe hier die Farben Vintage Photo und Victorian Velvet am Start und werde mir noch Schmierpapier hier daneben legen, um die Stempel abzustempeln. So. Also richtig Stempel putzen, dafür bin ich echt immer ein bisschen zu faul. So. Naja. Anyway, was machen wir? Ich habe hier kurze Spitze und lange Spitze, die werden wir nachher verarbeiten. Ich würde jetzt erstmal mit den Stempeln loslegen, aber dann kann ich danach den Klebstoff rausholen. Ich habe mir hier rausgesucht ein paar Eckenstempel. So, 1, 2. Seid ihr noch im Bilde? Jo, seid ihr noch. Dann habe ich mir von Funkelkram die aus dem Lebensfreude-Set die 4 Stempel ausgesucht. Irgendwo hatte ich noch einen kleinen, den habe ich jetzt irgendwie verlegt. Nun gut, sei es drum. Bleiben wir bei denen, die wir hier haben, weil ich will es auch nicht zu voll knallen. Ich würde jeden dieser Stempel hier einmal im Journal verbasteln und mich hier auch mit den Ecken so ein bisschen vergnügen. So, ich gucke gerade mal, ob der Eckenstempel hier drauf passt. Ja, wobei, lustigerweise, er klebt nicht. Das heißt, ich muss hier tatsächlich von Hand. Ja, ja, das ist manchmal so. Also, wenn die hier sind mit der richtig schönen Silikonrückseite, die kleben. Das heißt, die werde ich hier auf meinen Stempelblock packen können. Fangen wir doch mal mit Achtsamkeit an. Gerade für Mediatoren ist das Thema Achtsamkeit ja wirklich wichtig. Ich muss es natürlich noch so hinkriegen, dass es funktioniert. So, die Stempelblöcke haben ja mal diese Linien. Macht schon ein bisschen Sinn, wenn man da Schrift drauf hat, das an den Linien auszurichten, weil dann, gut, habe ich voll drauf, man es ein bisschen an den Linien ausrichtet, dann hat man auch ein Gefühl dafür, ob man seinen Stempel jetzt gerade macht oder nicht. Man sollte allerdings das Wort an der Linie ausrichten und nicht die Umgebung. So. Lustig, das Wort ist ja schief, ne? Egal, klebt es einfach irgendwie auf euren Stempelblock und dann wird das schon funktionieren. Jetzt brauchen wir einen schönen Ort für die Achtsamkeit. Na, hier ist schon sehr, sehr viel los. Es ist schon sehr unruhig. Ich glaube, hier wäre eine gute Position dafür. Ich hätte gerne hier die Achtsamkeit in Vintage-Fotofarben. Ja, ich mache es immer falsch rum. Ne? Also eigentlich drückt man das Stempelkissen auf den Stempel. Man drückt auch und schrubbt nicht. Guck, dass der Untergrund schön gerade ist. Habe ich das jetzt oben in die Ecke? Nee, ich packe es unten. So. Schön verschnörkelt und jetzt stempel ich das hier noch ein bisschen ab. Was natürlich helfen würde, ist hier ein Tuch, um den Stempel wieder ein bisschen frei zu stempeln. So. Achtsamkeit hat einen Wohnort gefunden. Das ist sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich und klebe es auch gerade richtig rum auf die Karte wieder zurück. So, bei manchen hält diese Hülle, sag ich mal, oder dieses Zusatzplastik noch mit drauf, bei manchen halt nicht. So. Jo. Dann, also ich habe ja 2 Signaturen, das habt ihr ja mitbekommen.
Und ich möchte jetzt in beiden Signaturen jeweils zwei der Stempel einbauen. Ich überlege gerade, wo der zweite hinkommt. Also vielleicht am besten in die zweite Hälfte der Signatur. Das ist immer ganz gut und fein. Ich fange mal von hinten an zu blättern. Hier ist schon ziemlich viel Leben drauf und dran und hier und da. Hier wollte ich noch ein bisschen Relief drauf bringen. Verklebt. Was haltet ihr denn davon, dass es hier wohnt? Das ist gegenüber von dem. So, was nehme ich denn? Gelassenheit. Gelassenheit wird hier bestimmt einen guten Job machen. Ich gucke mal, ob das hier auch noch auf meine Karte, Karte sag ich schon, auf meinen Blog passt. Ja, der ist ein bisschen schmal. Ich habe auch noch einen größeren, aber da müsste jetzt aufstehen. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. So, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie entweder mein Stempelkissen zerlegt oder Flusen mit drauf gestempelt von meinem. Was bist du denn? Ein zerlegtes Stempelkissen oder hast du Flusen drauf? Nee, das. Wieso habe ich denn Fusseln auf dem Stempelkissen? Das ist ja mal ganz lustig. Ja, hat sich, glaube ich, mein Dopper so ein bisschen zerlegt, ne? Das Stempelkissen ist in Ordnung. Also ihr seht, es ist live aus dem Leben. Ein Stempelkissen ist fein und heile. Nur der Dopper scheinbar nicht. Also das Stempelschwämmchen. Ich glaube, der hat es hinter sich, deswegen habe ich hier ein paar Teile, die hier irgendwie. Na gut. Schmeiße ich ja fast die Gelassenheit durch die Gegend. Gibt es auch gar nicht. So, ich könnte das jetzt hier so halb auf den Tab drauf machen. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Gesagt, getan. Ich hoffe, es funktioniert. Oh ja. Wenn man davon absieht, dass ich da noch so ein Fussel mit drauf gestempelt habe, funktioniert das wunderbar. So, liebe Gelassenheit, du darfst jetzt wieder gehen. Ich glaube, ich brauche ein neues Tuch. So, und ich habe mich dafür entschieden, hier dieses Journal mit Vintage-Foto zu machen. Und mit Victorian Velvet, die beiden Farben. Natürlich würden mir da noch fünf weitere Farben zupassen. Ich hätte auch tolle Blautöne dafür, die auch noch mit dazu passen würden. Jetzt kommt das Aber in der Geschichte. Ich möchte das nicht so überfrachten, weil dadurch, dass ich so viel Stamperia-Papier hier schon drin habe, ist es so, dass ich einfach ganz schön viel Farbe drin habe und ganz schön viel Sachen zum Gucken. Das heißt, wenn ich jetzt noch fünf Stempelfarben nehmen würde, und fünf Farbverläufe, dann habe ich für mich persönlich das Gefühl, dass es einfach zu viel ist. So, jetzt möchte ich hier einmal mit den Ecken nochmal rumgehen. Also hier ist schon Farbe drauf, dann mein Stempel. Hier kommt noch die Reliefpaste, wie wir ja gelernt haben. Und hier möchte ich die Ecke ein bisschen hübscher haben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das hier mit diesen Stempelbrettern und Stempelmaschinchen handhaben. Da wäre ich echt mal interessiert an euren Erfahrungen. Lohnt sich sowas? Macht das Spaß? Ist das cool? Ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Weil ich so viele Sachen habe, die so unregelmäßig sind. Also, wenn man sich das jetzt anguckt, ich weiß nicht, kann ich da so ein Buch einspannen? Also, oder so eine
halbfertige Signatur. Wie handhabt ihr das? Habt ihr sowas? Das, also, wie gesagt, ich bin tatsächlich wirklich höchst interessiert, allerdings noch ein bisschen skeptisch für mich. Jetzt habe ich in der Mitte nicht ganz so cool aufgedrückt. Dann nehme ich die gegenüberliegende Ecke und mache meine Sache ein bisschen besser. Oh ja, viel besser geworden. Jetzt haben wir hier immer schon ein bisschen Stempel. Jetzt könnte ich den Spaß natürlich hier wiederholen. Ist ja auch okay. Jetzt fange ich aber unten an. So, hier habe ich ja schon was. Here we have something on it. So was aber auch. Naja. Dann gucken wir mal weiter, ne? Wo fehlt denn hier noch eine kleine Ecke? Hier kommt, wie gesagt, Tattoo-Paste. Knallen wir das jetzt einfach. Jetzt habe ich den nämlich mit Stempelfarbe voll. Jetzt will ich den auch benutzen. Hier ist noch nichts an Rosa drauf. So. Oh. Benutzt. Ja, legen wir den Spaß mal zur Seite. Also ich überlege tatsächlich, ob ich Strukturpaste jetzt auch gleich benutze. Und zwar bevor ich die Signaturen einbaue. Dann habe ich das vielleicht mit dem Trocknen ein bisschen leichter. Überlegung, Überlegung. So, ich habe jetzt hier die zweite Signatur am Start. Bin hier gerade mit den Ecken. Und ich hätte noch Lebensfreude und dankbar für im Köcher. Die möchten auch hier einziehen. So, hier habe ich auch schon Stempelei, Stempelei. Da könnte einziehen. Da ist schon was. Da kommt wieder die Strukturpaste. Also dankbar für fand ich ganz cool aus dem Karoblatt tatsächlich. Und zwar hier oben. Zack. Ich habe die Gelassenheit noch gar nicht wieder weggeräumt. Jetzt kommt dankbar für. Ne, jetzt kommt das. Jetzt mache ich das doch mal so rum. Sogar auf die falsche Seite gesetzt, kann man immer machen. Nun gut. Genau, was ich hier zwischenzeitlich nochmal stempeln wollte, bevor ich es vergesse, ist nochmal mein Self-Made-On-Stempelchen. Und den habe ich mir jetzt hier einfach mal drauf. Dann reiße ich das aus und distresse es noch ein wenig. Kommst erstmal zur Seite. Bist auch fertig, Stempel, das ist fein. Dankbar für ist auch, hat auch seinen Job gemacht. Einmal zur Seite. So, habe ich jetzt hier zwischenzeitlich noch irgendwelche Ecken unterschlagen. So, da haben wir eine Ecke. Da brauchen wir nichts. Hier, das sieht ein bisschen, das sieht so ein bisschen verwaist aus, ne? So, ich liebe diese Eckenstempel und ich glaube, davon gibt es auch noch viele, viele andere. Und ein paar andere habe ich auch noch. Ich habe mir jetzt allerdings hier diese Sorten rausgesucht, um nicht zu viel Verschiedenes reinzubringen. Weil ich wollte ja hier und da noch ein paar Karten und
Tags reinpacken. Ein paar Sprüche. Genau, hier habe ich auch schon eine Ecke gestencelt. Dann hauen wir doch mal hier direkt. Direktamente. Eine Ecke rein. So, seht ihr eigentlich noch alles? Ja. Geht doch, oder? Ja, das geht. Also ich spreche jetzt mal für euch, weil ich höre euch nämlich nicht. Dann sagt mir so, das funktioniert schon. So, wir könnten die Lebensfreude jetzt eigentlich auch aufs Karo-Papier packen. Und hier wäre wieder so ein Ort für Eckenstempel. Stempel. Das ist fein. Hier kommt Eckenstempel rein. Yes. Die Lebensfreude. Die kommt mitten hier auf das Papier. Komm her, Lebensfreude. Ich nehme auch die richtige Seite diesmal. Weil es gibt nämlich hier, man merkt da, die Karos sind erhaben. Nennen wir es erhaben. Und die Seite, wo man den Stempel drauf klebt, ist glatt. Dementsprechend habe ich es vorhin falsch gemacht. Aber es gibt auch keine Bastelpolizei, die jetzt hier vorbeikommt und mir Ärger bereitet. Dementsprechend ist der Lebensfreude-Stempel. Oh, wow, der ist schön geworden. Der ist schön geworden. Vielen Dank, Lebensfreude-Stempel. So, dann hatte ich gesagt, hier kommen noch ein paar Ecken hin. Ich will nicht alles zuknallen, deswegen mache ich hier oben einen und hier unten einen. Tja, wenn ich richtig gut drauf bin, mache ich da auch noch einen hin. Ne? Hatte ich nicht gerade gesagt, ich wollte das nicht zuknallen? Naja. Also, was ich festgestellt habe: Die Junk Journal Kunst ist tatsächlich eine Fördererin der Entscheidungsfreude. Weil alles das, was ich jetzt hier mache, habe ich nicht so lange vorher geplant. Ich habe zwar geplant, klar, da kommen Stempel hin, ich habe sie mir rausgesucht, aber ich habe nicht geplant, jetzt hier Eckenstempel hinzupacken und wie viele und überhaupt. Man muss sich schon ziemlich zügig entscheiden. Und auch, ob ich jetzt hier weiße Spitze dran haben will oder nicht. Ich habe ziemlich wenig Weiß in meinem Journal, was ich eigentlich ganz gut finde. Dementsprechend mache ich mir diese Spitze jetzt hier. Victorian Velvet mäßig. Das läuft gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht kann ich meine Spitze mit dem Dopper besser einfärben. Oder noch besser, machen wir es mal für die rabiate Tour. Das ist die rabiate Tour und sie funktioniert. So, das andere hat so ein Wollweiß, aber das hier, diese Spitze hier, die ist echt hardcore weiß. Hardcore weiß, da bin ich auch schon bei den das war schon Karteikarten so ein bisschen am Überlegen. Die muss ich auch noch irgendwie abdämpfen, weil so richtig weiß, ne, passt nicht in das Journal. So, jetzt hier Klebe, Schnuffel und Pinsel. Jetzt geht's nämlich den Schwupp. Erstmal Stempelgedönse zur Seite. Jetzt geht's den Signaturen an den Kragen.
Im Sinne von, wo kommt welche Spitze hin? Also ich habe mich dafür entschieden, zwei farbige mit reinzunehmen. Einmal so einen kräftigen Lachston. Einmal einen Grünton, weil der Grünton, der passt nämlich hier zu den ganzen Schriften und es ist so schön vintagig. So, das heißt aber auch, ich mache in jeder Signatur einen der bunten Sachen rein. Einmal haben wir eine Seite, einmal haben wir einen oberen Teil. Ich habe mir die schon zugeschnitten. Da wollte ich euch jetzt nicht mit belasten. So, dann habe ich noch ein paar kurze, schmale, lange Seiten. Kurz, also ich habe vier kurze und vier lange. Und wenn ich, sag ich mal, die. So. Ich sortiere mir das mal zurecht, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist. Ne? Mal ein schmales hier, ein buntes dort. Dass das irgendwie zusammengeht. So, ihr beiden dürft eigentlich zusammen sein. Und ihr beiden auch. Dann passt ihr dahin und ihr dorthin. Also eine Signatur bekommt die und eine Signatur bekommt die. Ich möchte die hier in dieser Signatur und die in der anderen haben. So viel zum Thema schnelle Entscheidungsfreude, ne? Das ist ja alles live und in Farbe und das ist nichts, was ich mir vorher schon ausgedacht habe. Das heißt, ihr bekommt hier von mir die volle Dröhnung an Entscheidungen. So, jetzt muss ich natürlich gucken, was packe ich wohin, wo sind die langen gut aufgehoben. Wenn ich schon Tabs habe, kann ich da schlecht eine lange dran packen, eine lange Spitze. Dementsprechend brauche ich Wohnorte für die lange Spitze. Ich nehme das mit dem Pinsel beiseite. Und ich möchte mir auch ungern damit irgendwie ein Stencil versauen. Also diese Seite wäre sehr angebracht für einen langen. Und gucken wir mal durch. Dann machen wir noch was. Hier ist so schön gestempelt, gestencelt. Hier haben wir einen Tab. Hier haben wir Noten. Bei Noten einen grundsätzlich nicht davon abhalten, eine Spitze drum zu haben. Ja, also hier gefällt mir das. Jetzt gehe ich hier mit ganz bisschen Kleber, also wirklich, ich mache ein bisschen Kleber auf die Kante, aber wirklich nur auf die Kante. Ihr seht, wie schmal der Streifen ist, ne? Damit ich nicht hier alles ins Blatt reinschiebe und ich will auch, dass die Spitze raussteht. Das heißt, die soll wirklich nur mit dieser Kante da fest sein und nicht weiter raus in die Welt schauen. So. Es ist wirklich ein echt filigranes Spitzentier hier. Es ist eine echte alte. Das heißt, diese Spitze ist aus Omas Koffer, sage ich mal. Also ich hab tatsächlich Omas Koffer. Und zwar habe ich von meiner einen Oma, die auch immer viel genäht und gehäkelt hat und so, einen Koffer übernommen. Meine Oma lebt schon lange nicht mehr, leider. So eine so richtig ein Ömchen, wie man sich das vorstellt. Mit Schürze und grauen Locken. Die genäht hat und gekocht hat, wo man immer was Süßes bekommen hat. Und von quasi ihrem Nachlass habe ich im letzten Jahr von meiner Mutter einen Koffer mit Spitze bekommen. Also Spitzendecken, Handtücher mit kleinen Spitzenteilchen dran. Jetzt rutscht mir das hier raus. Ein kleines Mistvieh, geht da rauf. Ja, ich weiß, der Streifen ist ganz schmal. Das ist wirklich schwierig. So, auf jeden Fall ist dieser Koffer super cool und heilig. Und ich habe da auch erst ganz wenig von irgendwelchen Kleidungsstücken hier drin. Da sind jetzt auch angefangene Kleidungsstücke drin. Habe ich erst ganz wenig Spitze gelöst. Weil ich da immer so ehrfürchtig durchblätter irgendwie.
Also ich bin da immer so, ach, ja, Mensch, Omas Spitzen. Wenn Oma allerdings wüsste, dass ich damit so coole Sachen mache, dann würde sie das wahrscheinlich ziemlich lustig finden. Also es war nicht die Oma, die die Hände über den Kopf schlägt, zusammenschlägt, wenn das Kind irgendwelche Ideen hat, die anders sind als das, was man damit geplant hat. Weil eigentlich, also diese Tischdecken, die waren ja früher heilig. Ne? Da hat man ja teilweise wirklich die, die Initialen drauf gestickt und sich das auch fein gemacht. Und ja, sag ich mal, auch wenn man das irgendwo mal verliehen hat, man hat es halt immer wieder bekommen, weil da die Initialen drauf waren. Ja, und das war für die, sag ich mal, alte Generation, die konnten ja auch nie was wegschmeißen. War ein bisschen ein Problem an der Stelle in der heutigen Welt. Damals, also selbst in dieser winzig kleinen Wohnung, in der Oma und Opa gewohnt haben, war Platz genug, um für alles eine Lösung zu haben. Oma hatte immer eine Lösung. Man sagt halt, Oma, das und das, ja komm, ich mach dir das mal eben heiter. Die haben nämlich tatsächlich mit 4 Personen auf in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Lange Jahre. Dann halt irgendwann wieder zu zweit, als meine Mutter und mein Onkel ausgezogen sind. Und dennoch waren sie sparsam, immer übersichtlich mit allem, war gut, also voll die Wohnung, natürlich bis oben hin, wenn da 4 Personen gelebt haben. Und dann später dann 2, aber auch ein ganzes Leben, ein ganzer Hausstand. Dennoch, man hat immer alles gefunden. So. Und man hatte immer für alles eine Lösung. Ich glaube, ich fange hier direkt mit Grün an. Ja, ich fange hier direkt mit Grün an. Ja, manchmal wünsche ich mir auch, ich hätte noch ein bisschen mehr von meiner Oma gelernt, was so diese Handarbeiten angeht. Aber auch Socken gestrickt hat sie ganz viel. Ich merke irgendwie, das ist nicht so meins. Also hier basteln, Papier und im Rahmen von ich bastel mit Papier nutze ich auch Stoff und Spitze und auch meine Nähmaschine. Ist fein. Aber so richtig die Handarbeitstante, also von wegen, ich kann mir selber Socken stricken oder sowas, ne. Ich habe von meiner Tochter ein Filzset bekommen, geschenkt bekommen zu Weihnachten. Hätte ich mir auch gewünscht, also ich wollte mal filzen und ich werde auch filzen. Das muss ich jetzt tatsächlich einfach mal machen. Feld unter einfach mal machen. So, ich habe jetzt auf jeden Fall eine oben. Dort, ich könnte jetzt die, ja, würde ich fast so vergleichen. Ist auch nicht schlimm, ne? Ist ja auch nicht schlimm, wenn ich das gleiche Papier nehme und mit einer Spitze versehe. Ach ja, ein schöner Sonntagmorgen. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ein bisschen Zeit habe ich noch, bis ich raus muss. Weil dann ist nämlich Reitunterricht. Nach dem Reitunterricht gönne ich mir den Luxus, auch mal selber zu reiten. Einfach raus in den Busch. Das Wetter ist schön bei uns. Sonne und Wolken. Es ist angenehm warm. Und so werde ich dann auch in den Genuss eines sonntäglichen Frühlingsausritts kommen. Was ist denn eure Lieblingsjahreszeit? Also meine ist definitiv Frühling. Definitiv ist Frühling die coolste, schönste Jahreszeit für mich. So, erste Signatur. Tauschen wir mal die Plätze hier. Jetzt kommt die zweite Signatur. So, auch hier wieder, wir haben 2 lange. Ups, die Wups, und wir haben 2 kurze. Ja, also Frühling ist meine Zeit. So, hier mal Tape, da passt auf jeden Fall keine lange dran.
Hier ist ganz viel los, da passt auch keine Lange dran. Und hier habe ich ja schon richtig was. Hier macht das ja schon richtig Hü. Ich brauche einen Platz. Da, nehmen wir die Mitte. Zuerst die Lachsfarbe, ne? Ja. Wir waren dabei stehen geblieben. Frühling. Ich liebe es. Wir schlafen immer mit offenem Fenster, wenn ich morgens aufwache. Und die Vögel trällern sich ein. Ganz lustig wird es dann, wenn ab irgendwann im April oder bis Anfang Mai dann die Schwalben wieder da sind. Wir haben nämlich hier mal ein bisschen Schwalbenauflauf. Also wirklich Schwalbenauflauf. Am Ende des Sommers, wenn die dann sich sammeln und ziehen, haben wir hier um die 100 Schwalben. Kein Witz. Weil wir nämlich hier mit dem Stall, da haben wir ein paar Ecken geschaffen, wo die Schwalben wunderbar brüten können. Und das tun die auch gerne. Und teilweise kommt es vor, dass wenn wir hier genug Sommer haben, also mit Feuchtigkeit auch, dass es Insekten auch genug gibt, dann kommt es auch vor, dass wir hier Schwalben haben, die dreimal bei uns brüten. Also nicht nur zwei brüten, das machen die ganz oft, aber einfach auch eine dritte. So, du wärst dafür geeignet, ne? Ich glaube, ich hänge mich hier wieder ans Notenpapier mit der nächsten Senkrechten. So, ja, auf jeden Fall wird das dann witzig, wenn das Frühjahr voranschreitet und die Schwalben wieder da sind. Du musst da weg haben. Die sitzen nämlich immer im Flieder vor unserer Schlafzimmer, vor unserem Schlafzimmerfenster und sind herzzerreißend süß am Trällern. Also das macht so Spaß, denen zuzuhören. Jetzt habe ich hier gerade ein bisschen reingehauen und ein bisschen viel Kleber aufs Blatt gebracht. Muss ich gleich mal ein bisschen verändern. So. Läuft schon. Bin ich so hier am Quatschen, dass ich einfach mich ein bisschen selber torpediere hier. Mit zu viel Kleber. Das kann nämlich auch voll nach hinten losgehen. Dann kleben einem die Seiten zusammen. Und erst mache ich die Spaß, dann das Festgeklebte wieder auseinander zu fusseln. So, ich habe das aber, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Jo. Gut, Senkrechten sind dran. Jetzt hätte ich gerne noch die Oberseiten. Und zwar einmal weiß, einmal lila. Mit weiß fange ich an. Danach kommt das Victorian Velvet. Puh, nicht mehr. Notenseite habe ich ja vorne schon. Da ist schon was dran. Was ist denn damit? Was haltet ihr denn hiervon? Auf der Achtsamkeitsseite ein Streifchen. Jo. Ich interpretiere das jetzt mal als ja. So. Und damit neigt sich das Video auch schon dem Ende zu. Wenn ich jetzt die beiden Querteilchen hier reingepackt habe, dann werde ich das Video beenden. Ein bisschen Reitunterricht machen. In den Busch reiten. Mal gucken, ob ich mich heute Abend noch wieder an den Schreibtisch setzen kann. Die Chancen stehen recht gut. Das heißt, gegebenenfalls entsteht heute noch ein weiteres Video. Und im nächsten Video werden wir uns dann damit beschäftigen, wie wir die Signaturen einbinden und vielleicht auch noch die Reliefpaste benutzen. Also die Reliefpaste ist in Wirklichkeit Krakelierpaste, die sich aber wunderbar als Reliefpaste eignet, wie ich festgestellt habe. So, jetzt brauche ich ja was für meine Waagerechte, also hier, ne? Ich sage immer quer, ne? Ist das ja nicht richtig quer. Ich glaube, du bist ganz gut geeignet hier. Ja, aber an der Außenseite. Und da ist ja schon was drauf. So. Zack, du kommst hier hin. Gucken wir uns gleich das Ergebnis nochmal an.
wie das im Buch dann aussehen wird. Ich finde das immer so hübsch, wenn da so Sachen rausgucken. Die Tabs habe ich jetzt nur an die langen Seiten gemacht und nicht oben drauf. Ich glaube, das wird ganz schön viel. Ist ja ein kleines, feines Büchlein. Es ist ja nicht ein vier Signaturen Wälzer. Klein, fein und hübsch. So, und so rum habe ich das dann gerne. Und im Buch wird das dann im Endeffekt, wenn ich das hier so richtig reinpacke. Na, vielleicht schiebe ich das ein bisschen. Nein, wird schon. Ich werde die Signaturen schon ordentlich schneiden. Wird das dann so aussehen? Es schaut ein bisschen raus, aber nicht übertrieben. Also es ist nicht übertrieben junkig. Ja, ihr Lieben, das war's erstmal mit diesem Video. Wir haben wunderschön. Oh, hier knicke ich den Tab. Das darf natürlich nicht sein. Böse, böse. Wir haben wunderschön die Stempel und die Spitze eingefügt. Beim nächsten Mal geht es an Einbinden und Dekorieren. Ja, und vielleicht noch Krakelierpaste rein einpacken. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich auch, wenn ihr wiederkommt. Und ich freue mich auch noch mehr über Kommentare. Also haut rein. Habt Spaß und bis demnächst in diesem Kino.